Tötet mich nicht! Zu Hilfe! Warum sollte ich euch töten? Ich hab gesehen, was ihr den anderen Leidgeborenen angetan habt. Ich will nicht so enden wie die anderen in der großen Halle. Dann versuch mich halt nicht zu töten und sag mir, was dort unten vor sich geht. Wir sind die Leidgeborenen. Ihr habt uns keine Befehle zu erteilen. Wir kontrollieren euren General. Wir kontrollieren eure Feste. Ihr seid zu spät, um uns noch aufzuhalten. Alter, schwasel nicht. Sag mir alles oder ich bring dich halt gleich um. Schon gut. Tötet mich nicht. Ich erzähl euch, was ich weiß. Der echte General ist tot. Geopfert im Namen unserer großen Herrin Magistra Vox. Wir haben eine dädrische Wesenheit heraufbeschworen, um ihn zu ersetzen. Das Simulacrum trägt seine Gestalt. Und welches Simulacrum und wo kann ich es finden? Es ist ein Dremora. Er ist hier in einer der Kammern unten. Er besucht dort alle paar Stunden die Leiche des Generals, um seine Form aufrechtzuerhalten. Bitte, ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Verschont mich! Warum sollte ich das denn machen? Der ist doch offensichtlich Leidgeborener und offensichtlich auch loyal gegenüber, auch wenn er zu viel Schiss hat, um gegen uns zu kämpfen. Witzbold. Ja, du willst auch töten, sterben. Ja. Findet den Käfigschlüssel. Wofür ist der denn? Ja, das hatte ich ja schon hatte ich mir ja schon gedacht, dass das nicht der echte General ist. So vorhersehbar. Ein wenig Gold und Tetrafetzen. Komm her. Hä? Ach so. Außenrum. Was bist du denn für einer? Eine. Hab jetzt hier ziemlich rum. Ein wenig Gold und da sind die nächsten. Lackieren! Jetzt! Guck mal, ein Buch schießen. Natürlich, ne? Flasche, Getränk. Oh, Getränk. Ja, nehme ich gerne an mich. Genauso wie die Alchemieflaschen. Kann man wenigstens was mit anfangen. Kopf kaufen. Dädrischer Foliant. Damit haben wir es, ja. Okay. Ein Leitfaden für das Angeln in Tamriel. Runter. Dann. Die Eichenflammenstäbe, die wir hier die ganze Zeit finden, oder die Eichenzauberstäbe, die wir hier die ganze Zeit finden, sehen aus wie Angelnetze. Die Kescher. So hießen sie. Nein, das ist schon ewig her, dass ich meinen Kescher benutze. Oder überhaupt gesehen habe oder in der Hand gehalten habe. Ewigkeiten. Dabei mag ich nicht mehr Fisch und Angeln war ich auch nie. Aber wir haben
Kescher-Folie oder so. Ich fand ihn ganz seltsam. Ich durfte früher irgendwie nie mir ein Schwert aus Holz bauen. Das war sehr seltsam. Also ich habe früher immer ganz viel geschnitzt mit Holz. Weil ich nicht so viele Spielsachen hatte. Und dann habe ich mir immer Holz geholt aus dem Wald und habe daraus irgendwas geschnitzt. Aber ich durfte mir kein Schwert aus Holz machen. Aber lustigerweise durfte ich mit einem Kescher... durfte ich mit einem Kescher Schwert... Also durfte ich einen Kescher als Schwert nutzen. Oder als Schlagstock. Beim Spielen. Es war sehr seltsam. Sehr seltsam. Da ist er ja, der wahre General. Dieses Rangabzeichen des Hauses Redoran gehörte gar frühen Redoran. Ihr habt meine Befehle zum letzten Mal missachtet. Was war das denn? Was der Befehle? Nein, wie ihr Dad, ich hab keine Ahnung, wie... Ihr seid stärker als diese hirnlosen Leichtgeborenen. Natürlich. Bin ich auch im Nord. Morrowind wird in Schutt und Asche liegen. Vox wird dieses Land zerschlagen. Nein, aber ja. Also das erste Jahr, ein paar tausend Jahren. Aber Vox wird nicht daran schuld sein. Kopf des Betrügers. Dieser abgeschlagene Kopf gehörte den Dremora Kynreef, der sich als General Gavrin ausgab. Der lebt ja noch, der Dremora. Der ist jetzt nur wieder in seinem Reich des Vergessens, wo er wiedergeboren wird. Genau. Da ist nur Müll. Müll, 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 Müll. Dann gehen wir mal so schnell wie möglich hier raus. Ich wollte gerade sagen, der Brief ist doch eigentlich sau einfach zu fischen. So ein Ring. Man könnte ja auch einfach sagen, ach, den Ring habt ihr mir gestohlen. Der beweist gar nichts. Aber zusammen mit dem Kopf... Ja, ist schon... Ist schon schwerer. Wieso lebe ich eigentlich noch? Die Ideen übersehen. Also der Spieler eben gerade von anderen vorbei ist. Na, ihr? Eigentlich solltet ihr euch versauern lassen. Ihr seid zurück. Habt ihr den Schlüssel und das Buch? Jupp. Welch eine Erleichterung. Jetzt lasst mich raus und gebt mir das Buch. Ich muss bei Feldwebel Marill Meldung erstatten. Vielleicht könntet ihr ein gutes Wort für mich einlegen. Ihm sagen, wie tapfer ich war? Warum sollte ich das denn tun? Ich lasse euch hier raus, aber ich werde nicht für euch lügen, Witzbold. Was? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich selbst um Feldwebel Marill. Wenn ihr nichts Hilfreiches sagen könnt, dann sagt lieber gar nichts. Oh, jetzt ist auch noch beleidigt, oder was? Ich hätte gute Listen wirklich versauern zu lassen. Taps, 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 taps. Da tapst er davon. Da ist der Ausgang. Ich muss schnell hin, bevor sie mich angreifen. Das hat nicht funktioniert. Auf die Seite. So. Und den machen wir so. Die Scharen. Jetzt zurück zur Festung und sagen, hallo, ich habe hier euren falschen General entlarvt, getötet. Euer echter General ist tot, ihr braucht einen neuen. Ich biete mich nicht für den Posten an. Es wäre eigentlich mal interessant, wenn wir selber Anführer oder Hauptmann oder General von so einer Festung werden würden. Man kann ja Kaiser werden, aber das hat ja abgesehen von Statuseffekten und einer Rüstung keinerlei Auswirkungen. Ach, guck mal einer an, ist so Tag. Hier auch, ist schon wieder 4 Uhr morgens. Grauenvoll.
Saruven hier hat mir eine interessante Geschichte erzählt. Spricht er die Wahrheit? Er meinte, ihr wärt daran beteiligt gewesen. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber Saruven wurde gefangen genommen, als er sich von der Feste entfernt hat. Er hat das Buch nicht gefunden. Das war ich. Das entspricht mehr dem Saruven, den ich kenne, als die Geschichte, die er mir erzählt hat. Ihr habt richtig gehandelt, als ihr mir die Wahrheit sagtet. Ich kümmere mich um Saruven. Ja. Wenn man nicht mal im Dienst bleiben kann, ohne irgendwie saufen zu gehen, dann ist man einfach nicht gemacht für den Dienst. Hey, ihr Nixhund! Was willst du denn? Ich hoffe, ihr fallt in eine Grube mit Guardung. Ja, ja. Der ist niedlich. Ich will unbedingt im Militär sein, aber ich will nicht Dienst leisten. Bisschen Disziplin, wenn ich bitten darf. Wo habt ihr gesteckt? Wo ist der General? Tot. Von den Leitgeborenen ermordet und ein Dremora hat seinen Platz eingenommen. Hier ist der Kopf. Gewiss. Ja. Der Wahnsinn des Generals, die seltsamen Geräusche aus den Ruinen. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Wir waren durch unser Festhalten am Protokoll so geblendet, dass wir es nicht erkannt haben. Ich übernehme ab sofort das Kommando und schicke Truppen los, die sich um die Leitgeborenen kümmern werden. Hab Dank. Mach das. Sind sowieso keine mehr übrig. Oder fast keine. Ein paar sind da noch. Theoretisch. Und dank Ragnar. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte und sie überzeugte mich davon, der Sache nachzugehen. Das klingt nach einer sturen Nord, einfach das Protokoll über Bord zu werfen. Vielleicht könnten wir alle noch etwas von ihr lernen. Entschuldigt mich, mein Freund. Ich glaube, ich habe eine Offizierin zu befördern. Mach das. Oh, wir haben neues. Sturmhang. Genau zur rechten Zeit. Huch. Kommt her. Entschuldigt, Hauptmann. Ich wollte nicht lauschen. Die Kunde vom Tod des Generals wird sich schnell verbreiten. Wir müssen die Ordnung noch bewahren. Noch mehr strenges Protokoll nach der typischen Art der Dunkelelfen? Das hat dieses Chaos doch erst ausgelöst. Deshalb will ich euch zu meiner Gehilfin und Beraterin ernennen, damit uns übertriebene Disziplin nicht noch einmal mich? Alle blind macht. Ja, ich helfe gern dabei, die Festung auf Kurs zu halten. Ich finde das im Deutschen so geil, wie die Dialoge sich überschneiden. Hauptmann Doroniel hat mich zu seiner Stellvertreterin gemacht. Bis zum Ende der Woche ist die Festung Taldeik wieder voll in Schuss. Das will ich auch hoffen. Herausragende Arbeit. Dank Leuten wie euch ist der Pakt unerschütterlich. Ja, und dank Leuten wie euch wird er nicht bestehen. Sorry, aber er ist so. Wir wissen alle, dass die nicht bestehen bleibt. Wir wissen auch alle, dass die Altmeri Dominion... Doch tatsächlich, die bleibt bestehen. Aber wird sich sehr wandeln. Und das Deutschschutzbündnis wird auch nicht bestehen bleiben. Tja, wir wissen alle schon, wie der Krieg enden wird. Es gibt keinen Gewinner. Stattdessen wird so ein komischer Nord auftauchen. Und sagen, jetzt hör mir mal zu. Mein Name ist... Tiber. Und ich mache jetzt alles kaputt hier. Was ist das denn? Kaltblutige Rache. Die verursacht 109 Giftschaden. Eine einhändige Axt. Ist ja besser als der Stahl durch, ne? Jo, eigentlich schon. Hände. Aber das Ebenherzpakt kommt dem irgendwie am nächsten, was aus dem Kaiserreich werden wird. Vor allem, weil es eben von Nord angeführt wird. Hinzen eines Reduhan-Generals. Was haben wir denn hier? Erhöht die Rüstung des Gegenstandes um 13%. Nur dann. Gut, dann gehen wir jetzt raus aus dieser Festung und suchen das Überbleibsel des heiligen Velod. BZW, wir beenden die Aufnahmesession hier. Ich nehme mich jetzt schon wieder seit
fast 2 Stunden auf. Es ist 4 Uhr morgens. Ich muss noch die Folgen schneiden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Na, und dann gucken wir mal nach, ob ich endlich den Gewinner des Gewinnspiels für die 1500 Kronen auflöse oder nicht. Ach ja. Bis dahin, haut rein. Ciao.